Das Thema, das jetzt ansteht, ist ja in gewissem Sinne ein Spezialthema und zudem eines, das etwas heikel ist, weil auch unter Buddhistinnen und Buddhisten die Frage, gibt es ein Danach, gibt es ein Jenseits, durchaus umstritten ist. Und viele der Buddhistinnen und Buddhisten, die sich modern wägen und fortschrittlich wähnen, ne, die sagen, auf diesen Quatsch da, dieses gibt es doch gar nicht. Und wenn der Buddha so etwas gesagt haben sollte, dann nur für die kleinen Gemüter von damals, um die zu beruhigen. Aber im Grunde könnt ihr das vergessen. Deshalb bin ich mir bewusst, dass wir mit diesem Thema ein bisschen sensibel umgehen müssen. Dass wir nicht alles schaffen, eine Stunde des Jenseits zu behandeln, ist schwierig. Wir werden also anfangen und gucken, soweit wir kommen. Und wenn wir nicht zu Ende sind, wissen wir ja, Praxis dauert ohnehin fort. Also die Frage, die heute ansteht, ist, was passiert danach? Und ich glaube, es ist eine vielgestellte Frage. Und schon zu Zeiten des Buddha wird einen nicht überraschen. Und in einer seiner Lehrrede gibt er eine Antwort auf die Frage und er sagt, jetzt muss man zurückdenken, 2500 Jahre zurück, schon damals gab es 44 Antworten, 44 Theorien darüber, ob es so etwas gibt wie ein Leben nach dem Tode oder nicht. Also da habe ich jetzt für jede eine Minute Zeit so ungefähr. 44. Aber im Grunde ist es doch einfacher, weil die Grundthesen ja zwei sind. Es gibt ein Leben nach dem Tod und es gibt kein Leben nach dem Tod. So einfach ist es. Könnte man eigentlich da auch schon aufhören, aber vielleicht doch ein paar Sätze noch dazu, um die Fragestellung nur einmal sich vor Augen zu halten, die schon damals diskutiert worden ist und die Antworten, die gegeben worden sind. Und eine Antwort oder eine Fragestellung war, ja, also es gibt ein Leben nach dem Tod, ich und selbst existieren irgendwie fort. Und das Ganze hat irgendwie Gestalt, man hat Form, man hat einen Körper. Nein, sagen die anderen, wir existieren wohl weiter, aber ohne Körper. Dann gibt es die Variante, ja, wie geht es denn mit unserer Bewusstheit weiter? Ist man da so bewusst wie hier? Ja, sagen die einen, man ist völlig klar und bewusst, hat Gefühle und Denken und alles. Und die anderen sagen, nein, es ist irgendwie unbewusst, es geht weiter, aber unbewusst. Eine dritte Variante, ja, geht es uns danach besser oder geht es uns schlechter? Ist ja nicht uninteressant. Wen wundert es? Die einen sagen, man ist glückselig, alles in Ordnung, alles prima. Und die anderen sagen, nein, es kann auch sehr übel da aussehen. Jetzt bin ich kein Mathematiker, aber wenn man diese sechs Varianten jetzt mal zusammenzählt, dann kommt man wahrscheinlich schon auf eine schöne Zahl. Aber damals gab es auch die Materialisten, nenne ich es mal, die wie heute ähnliche Positionen vertreten haben. Die haben gesagt, der Mensch besteht aus den vier materiellen Elementen, also Erde, Wasser, Feuer, Luft. Solange man lebt, ist es zusammen, funktioniert schön. Wenn man stirbt, dann zerfällt es zusammen. Nein, es fällt auseinander. Man wird zu Grabe getragen, drei, vier Lieder werden gesungen und dann ist das Ganze vorbei. Wenn man sich das vor Augen hält, hat man das Gefühl, dass das eigentlich eine Debatte ist, die heute genau so geführt wird. Vielleicht mit anderen Worten, mit anderen Bildern, aber im Grunde ist es dieselbe Fragestellung. Und man muss eigentlich sich fragen, kann man denn darüber etwas wissen? Kann man diese Frage beantworten? Ja? Oder muss man das glauben? Muss man glauben, was der Buddha gesagt hat oder was der Pfarrer sagt und, und. Und ich will jetzt zunächst mal gar keine Behauptungen aufstellen, die zu einem Glauben führen könnten, sondern erst mal ein Stück weit die Positionen untersuchen, die wir heute im Westen allgemein oder vielfältig einnehmen. Und dann mit Hilfe des Buddha bzw. eines seiner großen Mönche mal nachfragen, wie realistisch sind denn unsere Denkweisen, die wir haben. Wir haben ja Denkmuster in Bezug auf Tod und Sterben. Und ich will mal gucken, wie realistisch die sind. Wenn wir westliche Positionen betrachten, dann sind die vielleicht verkürzt dargestellt so, wir haben diesen materiellen physischen Körper, diesen Organismus.
Weil der existiert, sind Gefühle möglich, ist Denken möglich, ist Bewusstsein möglich, ist Glück und Leid möglich. Also das, was wir Leben und Erleben, Wahrnehmung nennen, scheint abhängig, oder es wird behauptet, ist abhängig von dieser materiellen Grundlage von unserem Körper. Nun können wir ja alle beobachten, dass dieser Körper irgendwann zerfällt, verwest, nicht mehr da ist. Und da ist die Schlussfolgerung fast zwingend zu sagen, ja, dann ist auch unser Leben zu Ende. Aus. Vorbei. Wenn das so ist, dann stellt sich auch die Frage nach einem Jenseits, nach einem Fortexistieren nach dem Tode nicht mehr, weil ja, die Grundlagen dafür einfach nicht gegeben sind. Und ich will jetzt mal versuchen herauszufinden, indem ich einen kleinen Dialog nacherzähle, die ein großer Mönch, ein Schüler des Buddha, mit einem Materialisten der damaligen Zeit geführt hat. Der Mönch hieß der Kumara Kassapo und sein Gesprächspartner Payasi, einer, der ja, weltlich gesprochen ein Administrator war, ein Landrat, ein Verwaltungsmensch. Der aber, wie wir alle auch, an dem Thema Tod und Fortexistenz interessiert war. Und er hat genau diese Haltung vertreten. Er sagt, nach dem Tod ist alles aus. Und ich, Payasi, habe das sogar getestet. Ich bin nicht einfach hereingefallen auf das, was ich so gehört habe, sondern ich habe selbst Experimente angestellt, um herauszufinden, ob das funktioniert. Und er hat es ganz schlicht gemacht. Er hat mit Menschen gesprochen, von denen er wusste, die leben nicht mehr lang. Wenn das stimmt, was die Priester sagen, dass der fortexistiert, soll der sich doch einfach bei mir melden. Und dann soll er sagen, hör mal, also mich gibt's noch, mir geht so und so und im Jenseits funktioniert es nach dieser oder jener Weise. Und da hat er Menschen gefragt, die moralisch sehr hochstehend war, die nach der Theorie in den Himmel kommen, ja, so würden wir es sagen, und Menschen, die moralisch eher niedrig eingestellt waren, die nach allgemeiner Theorie mehr abwärts marschieren. Die hat er gefragt und die sind dann eines Tages auch gestorben und er hat gewartet und gewartet und gewartet. Ja, es tat sich nichts. Sie kamen natürlich nicht zurück. Ich sage das natürlich in Anführungsstriche. Und die Schlussfolgerung, die er dazu gezogen hat, es gibt kein Leben nach dem Tod, denn die waren Bekannte von mir, die würden mich ja nicht irgendwie hintergehen, sondern die würden kommen. Das ist nur eine richtige Beobachtung, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Dieses Experiment, was Payasi gemacht hat, war ja eines, wo er sich auf seine eigene Beobachtung verlässt. Er macht das, indem er sagt, komm zurück, aber es kam keiner. Nur dann hat er geschlussfolgert, dann kann es auch kein Jenseits geben. Und das ist ein Stück weit auch eine Haltung, die man oft hört und sieht, dass man auf der einen Seite etwas richtig beobachtet, auf der anderen Seite aber entweder vorschnell oder falsch urteilt. So, und dieser Mönch, Kumara Kassapo, sagt nun nicht, jetzt sage ich dir mir, was richtig ist, sondern er sagt, guck doch mal allein in deinem Lebensbereich, den du so kennst, ob es da nicht ähnliche Erfahrungen gibt, die du mit deiner Fragestellung vergleichen kannst. Stell dir mal vor, sagt er, du hast doch die Gerichtsbarkeit unter dir. Wie ist es, wenn du einen Menschen, fast einen Verbrecher, fast ins Gefängnis bringst? Kann der dann sagen, ach, lass mich doch nochmal frei, ich will erst noch meiner Verwandtschaft Bescheid sagen, dass ich eingebuchtet bin? Oder wenn du einen zum Tod verurteilst, was ja in deiner Macht ist und was ja auch damals passiert ist, kann denn der zu seiner Familie wieder zurück und kann sagen, also ich bin jetzt nicht mehr unter den Lebenden? Er kann es natürlich nicht, und wie wir erfahren, das in unserem Lebensbereich schon, dass Kommunikation und Tod ist nach der Auffassung des Buddha keine Vernichtung, ich sage das schon mal vorab, sondern nur das Ende einer gewachsenen Kommunikation, das Ende einer zwischenmenschlichen Verbindung. Das nur mal als Beispiel, um zu zeigen, wie aus einer richtigen Beobachtung ein falscher Schluss gezogen worden ist. Und noch ein zweites Beispiel, das einen anderen Aspekt beleuchtet. Da fällt ein Mensch in eine Dreckgrube hinein. Ja, bis oben hin, kein Haar guckt mehr raus.
der wird dann rausgeholt, sauber gemacht, gewaschen, parfümiert und kriegt alles, was er heutzutage braucht, was zu essen, was zu trinken, Tanz, Gesang, Video und, und. Und der wird dann gefragt, möchtest du wieder in diese Jauregrube zurück? Keiner von uns würde sagen, ja, da gehe ich gerne wieder zurück, sondern alle würden eher spontan sagen, ich bin froh, dass ich da draußen bin. Was hat das mit dem Thema zu tun? Das Thema sagt etwas über die Art und Weise, wie menschliches Leben ist. Und jetzt bitte nicht erschrecken, wenn ich das einfach so brutal sage, ich kann mich ja auf den Buddha berufen. Ja? Der Buddha sagt, tendenziell, ich sage es ganz vorsichtig, gilt für uns alle nicht so sehr. Tendenziell ist menschliches Leben wie in einer Jauregrube sein. Ja? Rauskommen, sich davon befreien, ist wie ja, gewaschen sein und mit allen Sinnesgenüssen umgeben sein. Bezogen auf unser Thema heißt es, wenn jemand hier vom Menschentum abgeschieden ist, gestorben ist, dann will der unter Umständen gar nicht mehr zurück. Er vergisst sogar, wo er hergekommen ist und nimmt deshalb den Kontakt nicht mehr auf. Und der andere, das Beispiel des Verbrechers, des Gangsters, das war anders, der wollte zurück, aber er konnte nicht zurück. Ja? Das heißt, in beiden Fällen ist die Kommunikation zwischen diesseits und jenseits unterbrochen, nicht weil es beide nicht gibt, sondern weil dieser Kontakt nicht hergestellt werden kann. Und jetzt ist die spannende Frage, sind wir denn dieser Situation jetzt ausgeliefert? Sind das immer nun zwei Dinge, die so getrennt sind voneinander, dass wir letztendlich doch nur glauben können, hier gibt es das, was wir sehen, und was da drüben und was jenseits ist, ist entweder Spekulation oder Glaube allein. Und ich will deshalb der Frage der Transzendenz und Jenseits noch mal ein bisschen grundsätzlicher auf die Spur gehen. Weil ich das Gefühl habe, dass wir in unserer Zeit, in unseren Lebensumständen auch der Transzendenzerfahrung generell fremd gegenüberstehen. Warum? Wir alle sind mehr oder weniger fixiert auf eine Welt oder in einer Welt von groben materiellen Objekten. Also wenn wir uns hier jetzt umgucken, sind überall handfeste materielle Dinge. Wir sitzen auf einem Stuhl, sehen das Podium, die Decke, der Boden, alles wirklich fest. Ist eine Erfahrung, würden wir sagen, und trotzdem fallen wir auf einen ganz besonders naiven Realismus herein, weil wir das, was wir wahrnehmen, einfach für materielle Gegebenheiten halten und nehmen. Und ich sage an dieser Stelle nur noch, Jenseits ist zunächst mal nur das Jenseits unserer jetzigen Erfahrung. Was jetzt in dem Raum oben geschieht, was noch eins oben drüber geschieht, ist jetzt für uns Jenseits. Nicht in einem absoluten Sinn, denn wir könnten, wenn der Vortrag langweilig wird, hochgehen und uns dieses Jenseits angucken. Da wäre das oben diesseits und das wäre hier jenseits. Wir sehen an diesem kleinen Beispiel schon, dass das, was nur ja, getrennt scheint, nur unter bestimmten Bedingungen getrennt ist und wir diese Bedingungen überwinden können. Nehmen wir ein zweites Beispiel, nehmen wir die Wahrnehmungsfähigkeiten von Tieren, ja, von Hunden, die ganz andere Dinge hören, oder Bienen oder Fledermäuse, weiß ich, was wir als Beispiele nehmen können. Also alles Wahrnehmungsmöglichkeiten, die Tieren selbstverständlich sind, die uns aber verborgen sind. Ist für uns jenseits, weil jenseits unsere Erfahrungsschwelle. Aber nicht in einem absoluten Sinne jenseits, weil wir Messapparate, ja, Instrumente geschaffen haben, die uns das messen können. Und drittes Beispiel, dann komme ich davon weg. Während wir hier sitzen, ist dieser Raum völlig durchdrungen von allen möglichen Strahlungen. Fernseh, Handy hat man ja schon zum Teil gehört, dass es diese Wellen gibt. All das ist für uns jenseits. Aber in den Beispielen sieht man, an den ja, materiellen Dingen, an diesen Instrumentarien sieht man, wie man jenseits transportieren oder transponieren kann in eine Form, die auf uns plötzlich so erscheint, dass wir sie wahrnehmen können. Also wir können Fernsehbilder
die durch die Luft schweben, ohne von uns wahrgenommen zu werden, umwandeln in materielle Dinge. Also dieses Jenseits, nur um das sozusagen auf den Punkt zu bringen, ist etwas, was nicht absolut ist, sondern was nur eine relative Sache ist. Und man kann sich entsprechend darum kümmern, dass diese Grenzen starrer werden oder dass sie lockerer werden. Und jetzt muss ich einen wichtigen Satz sagen in Bezug auf die Art und Weise, wie unsere Welt funktioniert, ja, wie Welt und Wahrnehmung zusammenhängen. Ich erwähnte vorhin das Stichwort naiver Realismus. Hier steht der Tisch, ich nehme den Tisch wahr, weil er hier steht. Wäre er nicht da, könnte ich ihn auch nicht wahrnehmen. Und ich nehme die Welt nur wahr, weil sie ist. Und meine Augen bilden sozusagen die Welt ab. Die Ohren bilden die Welt ab. Und in meinem Gehirn steht dann so etwas wie ein Bild von etwas, was wirklich existiert. Jetzt kommt der Punkt. Der Buddha sagt, das ist Täuschung. Genau das ist Unwissen, zu glauben, die Dinge seien und wir würden sie deshalb wahrnehmen. Realität, sagt der Buddha, ist etwas anderes. Tatsache ist, dass das, was wir wahrnehmen, das, was wir fühlen und wahrnehmen, das Produkt der eigenen Psyche ist, des Geistes ist, des Herzens ist. Und es ist ganz etwas anderes. Wenn unser eigenes Herz sehr grob ist, wenn die eigene Psyche sehr materialistisch orientiert ist, dann wird und muss uns eine materielle Welt erscheinen. Und wenn unser Geist, wenn unsere Psyche sehr subtil ist, wenn sie fein ist, dann muss auch eine feine Welt erscheinen. Nicht, dass sie erscheinen kann, sie muss erscheinen, weil Welt letztendlich ein Reflex ist der eigenen menschlichen Psyche. Und wenn unsere Psyche eng ist und kleinkariert, haben wir auch nur einen kleinen Ausschnitt von Realität, der uns immer gegenübersteht. Und wenn wir immer auf derselben Ebene sind und bleiben, ist Realität immer genau das, was wir sehen. Und zum Schluss glauben wir daran, dass das objektiv ist. Hier sollte man sich vielleicht einfach das Wort Karma nochmal merken oder in Erinnerung rufen, dass Realität, Wahrnehmung, unser Leben Karma-Ergebnis ist, das heißt das Ergebnis unseres eigenen karmischen Wirkens. Und da haben wir uns natürlich schon ein Stück weit auch die Tür zu einem Jenseits, sagt es noch in Anführungsstrichen, geöffnet, weil wir produzieren es in einem gewissen Maße selbst. Vorhin wurde von Profit gesprochen hier. Wenn unser eigenes Leben nur darin besteht, dass wir Profit nachjagen, werden wir immer in einer Welt leben, in der es nur um Profit geht. Und dann das Gefühl haben, also ist die Welt, da muss ich mich doch zurechtfinden. Wenn wir einen anderen Weg gehen, wenn wir den Dharma-Weg gehen, den eigenen Geist schulen, den eigenen Geist stiller machen, ihn klarer machen, ihn sanfter machen, ihn subtiler machen, wird und muss auch eine Welt erscheinen, die auch klarer, reiner, glücklicher ist. Da wurde vorhin das Stichwort reines Land genannt. Das geht in diese Ecke. Wer Müll produziert, lebt in einer Welt von Müll. Wer ein reines Land produziert, lebt in einem reinen Land. Schon hier und jetzt. Da müssen wir sozusagen nicht aufpassen, dass es irgendwann vielleicht mal nach dem Tod passiert. Das ist aber jetzt viel Theorie. Der Buddha sagt, das kann man ja auch praktisch nachvollziehen. Man kann jetzt schon sehen, ob das stimmt. Man kann jetzt seinen eigenen Geist schon so verändern, die eigene Psyche so trainieren, dass man merkt, es gibt etwas, was jenseits unserer jetzigen engen Sinnesschwelle ist. Vielleicht habt ihr schon gehört oder haben Sie gehört von dem, was das himmlische Auge genannt wird oder das himmlische Ohr. Für uns etwas, was märchenhaft klingt, vielleicht einer Mythologie entnommen ist oder aus Kindererzählungen stammt. Für den Buddha war das eine Realität. So wie unser grobes Auge die groben Dinge sieht, sieht unser geistiges, subtiles Auge die subtilen, feinen, jenseitigen Dinge. Und er sagt in einer Rede, die man auch leicht nachlesen kann, zu einem Mönch Udayi: Ich zeige Wege, ich zeige die Praxis.
wie man dieses himmlische Auge erwerben kann, wie man da hineinwachsen kann, wie man das trainieren kann. Und ich zeige auch, wie man dieses himmlische Gehör erlernen kann. Das heißt, wie man, es klingt jetzt so spiritistisch, ja, wie man mit seinen Sinnesorganen, verfeinerten Sinnesorganen, Kontakt zum Jenseits aufnehmen kann. Im Übrigen waren all diese Dinge für den Buddha eher nebensächlich und eher normal. Nur für uns Westler, die wir ganz weit weg sind von dieser Sichtweise von Realität und Welt, klingt das irgendwie besonders und klingt mystisch und klingt vielleicht sogar nicht vertrauenswürdig und klingt längst überholt und überkommen durch unsere Naturwissenschaft. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn man feststellt, und das will ich nochmal wiederholen, dass unsere wahrgenommene, erlebte Realität nicht eine objektive Tatsache an sich ist, sondern immer abhängig von dem karmischen Wirken unseres Selbst. Und das bedeutet abhängig auch von unserer geistigen Struktur. Und last not least, wenn wir selbst uns identifizieren mit unserem groben Körper, dann werden wir nie auch in der Lage sein, alles, was jenseits dieser Sinnesfähigkeiten liegt, wahrzunehmen und dann selbst wieder bestätigen, dass das, was wir immer geglaubt haben. Das waren drei Sätze dazu, dass der Buddha Mut macht, nicht, dass wir es als Hobby machen, sondern dass wir es begreifen, wie wir unsere begrenzten Sinnesfähigkeiten so erweitern können, dass auch transzendente Realität für uns so normal wird, ja, wie uns jetzt die Realität des großen Saales hier Wirklichkeit erscheint. Aber der Buddha geht darüber hinaus. Er sagt, jetzt mal so formulieren, wir sind jetzt schon transzendent. Oder anders formuliert, wir, die wir jetzt hier schon sitzen, sind jetzt schon Jenseitige. Das klingt seltsam, aber genau so ist es. Ich betrachte Sie, Sie betrachten mich. Was nehmen wir jetzt voneinander wahr? Ich sehe, was Sie anhaben. Ich sehe, wie Sie sitzen, ich sehe Ihren Körper und dann ist schon Schluss. Ich sehe nicht, was Sie denken, ich sehe und fühle nicht, was Sie fühlen, was in Ihnen vorgeht, Ihre Emotionen, Ihre Psyche, Ihre Absicht, gehen Sie raus, planen Sie hier, ist für mich verborgen. Ist jenseits, transzendent, jenseits meiner Bewusstseinsschwelle. Für Sie ist das diesseits. Sie leben in Ihrem Denken, in Ihrer Wahrnehmung, in Ihrer Empfindung und Sie überlegen allenfalls jetzt, was geht in dem vor. Ich habe einen Vorteil, ich kann reden und Sie können an dem, was ich sage, schließen, was in mir vorgeht. Aber was meine innere Person, ich muss vieles in Anführungsstrichen sagen, damit wir das nicht verwechseln, was meine eigentliche Person jenseits dieses materiellen Körpers ist, bin ich für Sie auch ein Jenseitiger im Moment. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo Tod und Sterben ins Gespräch kommt. Nein, ich habe was vergessen, muss noch was ergänzen, bevor wir an den Punkt kommen. Der Buddha hat seinen Mönchen und Nonnen noch ein anderes Training empfohlen. Ich sage seinen Nonnen und Mönchen und auch nicht allen, also nicht morgen anfangen zu trainieren, zwischen nicht funktionieren. Er sagt, es ist möglich, hier jetzt in diesem Leben, aus diesem grobstofflichen Körper einen feinstofflichen Körper hervorgehen zu lassen, ihn gleichsam von diesem Körper zu trennen und auf dieser Ebene jetzt zu agieren. Und er gibt drei Gleichnisse, die aufschlussreich sind, deshalb möchte ich sie hier vortragen. Das erste Gleichnis ist, guckt euch einen Grashalm an. Es erscheint zunächst wie eine kompakte Sache, ein Grashalm. Dann nehmt diesen Grashalm und zieht den inneren Halm raus und ihr werdet plötzlich merken, dass diese Einheit Grashalm gar keine Einheit ist, sondern eine Zweiheit. Eine Hülle, eine sozusagen Blattscheide und ein Halm, der da drin steckt. Und wenn man ein bisschen zupft, ja, kann man beides trennen und sieht, es sind nicht eins, sondern zwei. Dies ist eine Analogie für die Wahrheit, dass wir auch eine Zweiheit sind.
Eine Zweiheit, einmal dieser grobe Körper, den wir alle sehen, und dann diese Zweiheit eines feinstofflichen Körpers, der alle Sinnesfähigkeiten und alle Denkfähigkeiten hat, wobei beides so verschmolzen ist für uns, dass es für uns wie eine Einheit ist. Und wir deshalb auch glauben können, wenn dieser grobe Körper kaputt geht, ist das Ganze hin. So, und da sagt der Buddha nun, es sind zwei. Das nächste Gleichnis setzt den Akzent ein bisschen anders, ihr werdet es gleich merken. Da ist eine Scheide und ein Schwert drin. Selbe Prinzip, wenn man drauf guckt, sieht es aus, als wäre es eine Sache, aber man kann das Schwert rausnehmen, sind wieder zwei. Aber wo ist der Unterschied zum vorhergehenden Gleichnis? Was ist wichtiger bei beiden? Die Scheide ist nur eine Hülle. Wenn man die verliert, ist nicht schlimm. Aber das Schwert oder das Messer, wie immer man das will, das ist das Entscheidende. Wenn das eine kaputt geht, ist nicht so wild. Man hat das Instrument noch. Übertragen auf Leib, grober Leib, feinstofflicher Leib, gilt dasselbe. Wenn die grobe Hülle stirbt, verwest, vergraben wird, ist dramatisch, ist tragisch für die jetzige Situation, ja. Aber im Grunde ist nichts verloren. Weil die eigene Person, sagt der Buddha, die eigene Person auf einer feinstofflichen Ebene der Existenz zusammen mit allen Fähigkeiten des Denkens und Fühlens existiert weiter. Und das dritte Gleichnis, das auf derselben Ebene liegt, kommt aus Indien, aber wir verstehen es auch. Da ist ein Korb und da ist eine Schlange drin. Wenn man hinguckt, sieht man nur den Korb, aber wenn man aufmacht, kann die Schlange raus und kann sich frei bewegen. Das eigentliche Leben ist die Schlange und nicht der Korb. Und das ist, was unser Leben auch angeht. Wir gucken auf den Korb, wenn wir uns ansehen, denn wir sehen nur das Grobe, das sinnlich wahrnehmbar, das Feste, das unmittelbar grob sinnlich wahrnehmbare. Wir sehen aber oft in unserer Betrachtung nicht, in unserer eigenen Wahrnehmung nicht, was der Kern der Sache ist, das Lebendige in uns, das, wie der Buddha sagt, aus diesem Grobstofflichen hervorgehen kann, ohne dass dieser betreffenden Person etwas passiert. Sie bleibt lebendig, so wie wenn wir ein Hemd sozusagen ablegen, in den Schrank tun, würde keiner sagen, ich hänge jetzt im Schrank. Ja? Und man würde sagen, ja, mein Mantel hängt im Schrank, aber ich bin doch hier. Das sind alles Analogien. Ich weiß nicht, wie das sozusagen ankommt. Der Buddha geht auch sehr vorsichtig oft mit diesen Dingen um. Und gerade auch bei uns, die wir anders denken und anders geeicht sind und andere Vorstellungen haben, ist das vielleicht ein bisschen befremdlich, was er sagt. Aber es hat weitreichende Auswirkungen auf das Bild, das wir von uns und von den Menschen haben und was wir über Tod und Sterben sagen. Danach, ich unterstelle das jetzt mal, das sei richtig, was der Buddha sagt, das tue ich so. Danach würde Tod eben nicht Vernichtung bedeuten. Wir bestehen nicht nur aus diesen vier Elementen und werden begraben und dann ist alles aus, sondern Tod heißt danach allenfalls die Vernichtung dieser grobstofflichen Hülle. Und übrig bleibt, ja, eine Person, die mit all ihren Fähigkeiten, die sie vorher hatte, weiter existiert. Aber jetzt will ich gleich sozusagen einen Zahn ziehen, damit man nicht jetzt wieder in altes christliches Denken zurückfällt und sagt, ach, dann soll es doch sowas wie eine ewige Seele geben. Hat denn der Buddha nicht genau gesagt, es gibt keine ewige Seele? Ja? Das hat der Buddha gesagt. Aber wir dürfen nicht von dem einen Extrem ins andere Extrem fallen. Wenn der Buddha sagt, es gibt so etwas wie Fortexistenz, wie Weiterexistenz, dann heißt es ja nicht so, dass das auf alle Zeit ewig in der gleichen Art und Weise passiert. Unser eigenes Leben jetzt hier ist ja schon genügend Beweis. Wir haben uns schon vielfach körperlich verändert. Wir haben uns vielfach verändert, was unsere Einstellung angeht, was unser Wissen angeht, was unsere Vorstellungen angeht und. Wir haben immer noch denselben Namen im Pass. Wir nennen uns immer noch, weiß Alfred Weil in meinem Beispiel, aber wir sind trotzdem über die Jahre schon auch andere geworden. Wir sind in einer Kontinuität des Werdens und des Vergehens, wobei das, was entsteht, was in die Zukunft von uns geschickt wird, das ist unser Tun.
Und das, was als Erleben an uns zurückkommt, das ist das, was wir als Wahrnehmung haben, das ist das, was das Leben für uns ausmacht. Dieses beides sollte man im Auge haben, wenn man über dieses Thema spricht, dass der Buddha sagt, es geht weiter, es geht immer weiter, es sei denn, man findet den Ausweg, der heute Morgen ja auch mal angedeutet worden ist. Aber solange man diesen Ausweg nicht findet, rotiert das immer. Auf und ab und vor und zurück und hin und her. Und das, was wir diesseits und was wir jenseits nennen, ist einfach nur ein Wechsel. So wie man rausgeht, ja, dann draußen ist und das hier das Jenseits ist und draußen das Diesseits ist. So kann man das als Analogie verstehen, was Sterben angeht. Hier sterben heißt dort wiedergeboren werden. Oder dort sterben heißt hier wiedergeboren werden. Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt, halten das für das Ganze, aber sehen nicht, dass es nichts anderes gibt als Werden und Vergehen, Entstehen und Vergehen. Und wir selbst sind die, die diesen ganzen, diesen Trott, diesen Prozess anschieben, immer wieder anschieben, die Ergebnisse immer wieder erfahren und erleben, aber nicht einmal merken, wo der Motor dieses Ganzen ist. Müsste noch eine Frage ansprechen, die am Anfang schon mal gestellt worden ist. Ja, wie geht es denn weiter? Das ist ja die Qualität des Lebens. Heute Morgen ist ja oft schon davon geredet worden, dass das Leben Dukkha ist, dass es Leiden ist, dass es mit Unannehmlichkeit verbunden ist. Und jeder, der so eine Lebensbilanz zieht, will ja auch wissen, wo geht's hin. Unser Leben jetzt ist darauf geeicht, dass es besser wird. Keiner sagt, ich möchte, dass mir schlechter geht. Kennt niemand. Es soll uns besser gehen. Und da ist dann schon die Frage, wenn es wirklich eine Fortexistenz geben sollte, unterstellen wir das nur mal jetzt als theoretisches Faktum. Wenn es das geben sollte, wie geht's denn weiter? Ja? Die einen haben Angst, dass alles aus ist. Die wünschen sich, dass es irgendwie weitergeht. Und andere haben unter Umständen Furcht, dass es weitergeht, weil sie nicht wissen, was kommt denn auf mich zu. Und da gilt, was für unser Leben hier auch gilt, das Karma-Gesetz, Ursache-Wirkung. Man kann nur das erleben, was von einem selbst ausgegangen ist. Das ist das Grundprinzip des Karma-Gesetzes. Handeln und erleben, was ich tue, kehrt in derselben Qualität zurück. Das ist das Echo-Prinzip. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. So, nun sind manche Buddhisten und Buddhistinnen entsetzt, wenn sie die alten Pali-Schriften lesen, danach in älteren Übersetzungen lesen und dann feststellen, dass da auf einmal auch von Himmel und Hölle die Rede ist. Und dann sagen sie, jetzt habe ich mich gerade von meiner Kirche gelöst, war gerade froh, dass ich das nicht mehr vom Pfarrer hören musste, das mit dem erhobenen Zeigefinger, was Himmel und Hölle, na Himmel nicht, aber dass Hölle wenigstens mal aussortiert ist und jetzt lese ich buddhistische Schriften und stelle da fest, jetzt kommen die ja wieder. Ja, es gibt dieselbe Reaktion auch darauf, ja, das hat der Buddha nicht so gemeint, das war nur pädagogisch gedacht, um manche, die es nun gar nicht kapieren, dass sie ein bisschen zum moralischen Leben anregt. Ich muss sagen, ich nehme das ganz wörtlich. Also man kann andere Übersetzungen wählen, man kann andere Bilder dafür gebrauchen, aber je länger ich mich mit den Lehren des Buddha beschäftige, umso mehr merke ich, wie wörtlich man manche Dinge nehmen muss und nehmen kann, weil das Leben einfach so ist. Und das Leben ist viel banaler, als wir das manchmal denken. Und ich will das zum Abschluss deshalb mal so eine kleine Runde machen, was denn Jenseitsvorstellungen angeht, also was denn den Menschen sozusagen erwartet, um auch diesen Teil schlicht und einfach vorzutragen. Es kann ja dann jeder mit sich zu Rate gehen und gucken, ob und inwieweit man dieses akzeptieren kann. Aber immer dran denken, bitte immer dran denken, dass Welt, Leben und Wahrnehmung nicht in unserem Sinne objektive materielle Größen sind, sondern dass es Bewusstseinsvorgänge, Erlebnisvorgänge, dass es Aktivitäten unserer Psyche sind. Das ist ganz wichtig.
Denn sonst fragt man sich doch wirklich, wenn die Astronauten da zurückkommen von ihren Raumflügen und sagen, wir haben keinen Himmel gesehen, können wir abhaken. Ja? Oder andere in die Erde reinbohren, ja, und bis zum ganz Heißen da schon vordringen, sagen, ist zwar heiß, aber das hängt mit anderen Dingen zusammen, wir haben keine Hölle gefunden. Also Himmel und Hölle sind eben keine Räume, in denen wir so reingehen können wie in diese materiellen Räume, sondern es sind Erlebenszustände. Es sind Zustände, die wir positiv oder negativ erleben. Das ist der Kern. Wir wissen, dass der Buddha ja häufig Gleichnisse braucht, um uns Dinge nahezubringen, die abstrakt schwerer zu verstehen sind. Und in dem Falle tut er das auch, wenn er erklären will, was Himmel und Hölle ist. Dazu Menschenreich, nicht? Gespensterreich, ist noch so ein seltsames Wort, und das Tierreich. Also diese fünf Grunderlebensformen gibt es. Um die zu unterscheiden, gibt er ein schönes Gleichnis. Er sagt, stellt euch einen Menschen vor, der in der Wüste spazieren geht. Unten heißer Sand, oben knallt die Sonne. Und der läuft den ganzen Tag darum. Klammeranmerkung, das ist das, was er heute Morgen als Leiden, als Dukkha angesprochen worden ist. Das Leben ist ja nicht ganz einfach. Unten brennt der Sand, oben knallt die Sonne. So, was ist Hölle? Hölle ist, wenn es unten brennt und oben brennt, man dann noch in eine Feuergrube fällt. Ja, das ist Hölle. Warum? Wer läuft in dieser Glut, der wünscht sich was zu trinken. Der wünscht sich ein Dach, der wünscht sich Schatten. Aber was erlebt er? Genau das Gegenteil. Zu dem Brennen noch Feuer dazu. Das ist Hölle, abstrakt formuliert. Wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, sondern wenn das genaue Gegenteil von dem eintritt, was ich mir wünsche, das ist Hölle. Wo das ist, oben, unten, links, rechts, ist völlig egal. Hölle können wir demnach auch hier erleben. Was ist Himmel? Um das Gegenbeispiel zu nehmen. Also der Junge läuft wieder durch den Sand, unten brennt es, oben brennt es. Heißt kein, also starker Durst, viel Durst, brennen überall, aber kein Wasser, nichts. Was ist Himmel? Plötzlich sieht er Palmen da stehen, eine Oase, ein Landhaus, ja, Schatten, Kissen, Ruhebetten, Mädels, die fächern oder was auch immer. Kann sich jeder sozusagen ausdenken, was er oder sie damit verbindet. Aber das Prinzip ist klar, Himmel ist immer dann, wenn unsere Wünsche sich erfüllen. Ja? Wenn das, was man wünscht, eintritt. Wenn man spazieren gehen will und da scheint die Sonne. Und es regnet nicht wie heute. Ja? Wenn man Hunger hat, hat man was zu essen. Wenn man ins Kino gehen will, hat man Geld. Das ist Himmel. Nur vielleicht ein bisschen noch intensiver, nicht ganz so banal, weil es ja noch Sinnesfreuden gibt, die über die ganz formalen, einfach naheliegende Dinge hinweggeht. Aber im Prinzip ist es genau das. Himmel ist immer da und dort, wo meine Wünsche, die ich habe, in Erfüllung gehen. Und zwar zu fast 100%, sage ich mal. So, jetzt machen wir einen Sprung zu uns selbst, wo ja die meiste Erfahrung vorliegt. Wie ist das Gleichnis da? Also der Mann ist wieder unterwegs, immer dieselbe Situation und er kommt an einen Baum, wo ein schöner, kräftiger Baum mit einem starken Schatten. Das ist unsere Lebenssituation. Viel Durst, viel Bedürfnis nach Ruhe und ab und zu ist Schatten. Menschliches Leben ist Leben mit gemischten Erfahrungen. Auf der einen Seite heiß, auf der anderen Seite aber auch kühl. Auf der einen Seite klappt das, was wir vornehmen, auf der anderen Seite geht es schief, was wir vorhaben. Menschliches Erleben ist gemischtes Erleben und geht aus einem gemischten Tun, aus gemischtem Karma hervor. Wir sind deshalb Menschen geworden, weil wir gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften in uns vereinen. Und menschliches Leben setzt sich fort, wenn wir bei diesen guten und schlechten Lebensformen, diesen Aktionsformen, Handlungsmustern bleiben. Und da kann man auch rückschließen, wie man in den Himmel kommt. Ja? Wenn man nur positive Dinge tun, können nur positive Dinge an uns zurückkommen, um es ganz einfach auf die Formel zu bringen.
Und wenn wir nur negative Dinge tun, können auch nur negative Dinge an uns zurückkommen. Das klingt sehr einfach, ist ja aber auch nur das Prinzip der Sache. Aber da wir sehr komplex denken, sehr komplex wollen, ist die Gemengelage ausgesprochen unübersichtlich. Aber die Richtung ist klar, wenn man sich auch heute Morgen angesprochen auf der Ebene des moralischen Verhaltens stabilisiert, nach oben entwickelt, ist das schon eine Garantie, dass das auch mit unserem Erleben besser wird. Und wenn wir uns nach unten entwickeln, nicht Moral sein lassen, ethisches Verhalten einfach sein lassen, dann ist es vorgegeben, dass es mit unserem Leben abwärts geht. Wir ergänzen nur ganz kurz noch die beiden anderen Lebensbereiche, die es noch gibt. Das Tierreich ist uns bekannt, da brauche ich, glaube ich, nicht viel darüber zu sagen. Und die Übersetzung des fünften Lebensbereiches ist manchmal so ein bisschen, ja, klingt seltsam, das Gespensterreich wird es manchmal genannt, oder das Reich der abgeschiedenen Geister, also dieser Wesen, die noch Menschen nahe sind, aber trotzdem keinen groben physischen Körper mehr haben. Während in der sogenannten Hölle diese Verhaltensmuster von Hass, von Feindschaft, von Zorn, von Widerwille dominieren, sind es geistige und seelische Eigenschaften im sogenannten Himmel, der Güte, der Freude, des Wohlwollens. Ja, also man sieht da auch diese Korrespondenz von der inneren Haltung, von der inneren Situation der Psyche und dem, was an Erlebens- und Erfahrungsbildern da zurückkommt. Was Menschen angeht, habe ich schon gesagt, da ist es sehr gemischt. Wir haben mal einen guten Tag und können die ganze Welt umarmen, freundlich zu allen, und haben oft genug auch schlechte Tage, wo die berühmte Fliege an der Wand uns stört und wir aus dem Häuschen sind und wissen eigentlich gar nicht warum. Das ist menschlich. Und das sogenannte Gespensterreich ist ein Reich, wo sehr viel Bedürftigkeit ist, aber sehr wenig Erlangen ist. Bestes Beispiel vielleicht das eines Süchtigen, der große Bedürfnisse hat, seinen Stoff oder was auch immer zu bekommen und zu haben, aber er oder sie bekommt es nicht, kommt nicht hin. Und das Tierreich ist eine Lebenssituation, in der Dumpfheit, Nichtverstehen, Ahnungslosigkeit, Unwissen, also Unklarheit dominieren. Kurzum, wenn wir überlegen, jetzt nochmal die Frage, was passiert danach, nach dem Tode, nach dem Sterben, wäre das die Grundantwort, die der Buddha gibt. Erstens, es geht weiter. Zweitens, es geht so weiter, wie wir es in diesem Leben angelegt haben. Drittens, auch dieses Weiter ist nicht das Ende, sondern es geht so weiter, dass es immer weitergeht, weil Leben immer nur heißt, geboren werden, altern und sterben. Geboren werden, altern und sterben. Und so könnte ich jetzt 3 Tage fortsetzen, weil geboren werden, altern und sterben, haben wir alle schon so oft erlebt, dass es unvorstellbar lange ist. Und das ist etwas, was der Buddha Samsara nennt. Die Wanderung durch das Dasein. Wanderung ist wieder das Beispiel, die Analogie, die anknüpft an das Gleichnis, das ich vorhin gegeben habe. Wir wandern immer von einer Station zur nächsten. Wir sind einmal bei einer wunderbaren Terrasse in einem Landhaus. Wir sind das andere Mal unter einem schattigen Baum. Wir sind das dritte Mal unterwegs und fallen in eine Kohlengrube, klettern da raus, kommen mal wieder an einen Baum, kommen mal wieder an ein Landhaus, an eine Villa. Und vielleicht ist aufgefallen, dass bei dieser unendlich langen Wanderung eines nie vorgekommen ist. Wasser. Sagte ja, der unterwegs ist in der Wüste, hat im Grunde nur ein Anliegen. Er hat Durst und will trinken. Und das ist das Verflixte an dem, was wir Samsara nennen, was der Buddha Samsara nennt. Wir sind immer unterwegs, haben immer Durst. Aber wir kriegen nie wirklich Wasser. Wir kriegen entweder das Gegenteil davon oder allenfalls Schatten. Aber nie Wasser. Nie das, was eigentlich die Situation befriedigt, was eigentlich das Ende von Dukkha bedeuten würde, nämlich diesen ganzen Daseinskreislauf,
vom Diesseits zu Jenseits, vor und zurück einmal zu beenden. Und ich habe unterschlagen ein sechstes Beispiel, das der Buddha auch genannt hat in derselben Lehrrede, von der ich gesprochen habe. Da gelingt es dem Wanderer nun endlich dahin zu kommen, wo er eigentlich hin will, an einen See, wo er endlich trinken kann, wo er nicht mehr weiter wandern muss, wo er praktisch sagen kann, so, das war's jetzt, schön, ich habe es gefunden, die Sache ist für mich zu Ende. Und da ist der Ausdruck, den wir alle gut kennen, Nirvana. Das Verlöschen der Grundkräfte in uns von Gier, Hass, Verblendung, Zuneigung, Abneigung, Nichtwissen, wo diese Grundelemente unserer Psyche aufgelöst, veredelt, nicht beseitigt sind. Dort ist auch der Daseinskreislauf beseitigt, dort ist auch die Daseinswanderung beendet und dort hört das auf, was wir Diesseits und Jenseits nennen, weil diese Dimension des Nirvana, des Verlöschens, etwas ist, wohin Sprache nicht mehr reicht. Und das ist das Stichwort für mich, aufzuhören, weil meine Sprache jetzt an dem Punkt auch zu Ende ist. Sie ist noch ein bisschen übrig, wenn noch Fragen sind oder Einwände oder andere Erfahrungen. Ansonsten danke ich, dass viele in Diesseits geblieben sind während der Stunde und nicht in irgendein Jenseits draußen vor der Tür waren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Alfred, für diese recht ungewöhnliche und ganz untraditionelle, aber sehr treffende Darstellung dieser Bezüge. Und damit dein Durst jetzt gestillt wird, wollen wir dir Zeit lassen, um einen Schluck zu trinken. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Es wären noch ein paar Minuten dafür Zeit. Würden Sie bitte auch hervorkommen, um am Mikrofon Ihre Frage zu formulieren? Oder laut. Oder sehr laut sprechen und aufstehen vielleicht, sonst hört man es nicht. Sie haben erwähnt, diese fünf Daseinsbereiche. Oh, gut. Das wird immer dargestellt in dem tibetischen Rat des Lebens. Und da wird auch immer gezeigt, dass in jedem dieser Daseinsbereiche ein Buddha erscheint mit einer speziellen Methode, wie man aus diesem Daseinsbereich direkt rauskommen kann. Und können Sie diese Werkzeuge nochmal zeigen, wie das in diesem Daseinsbereich zur Anwendung ist? Ich will es mal so formulieren. Also wenn ich den Buddha richtig verstanden habe, und das ist ja manchmal nicht ganz einfach, sagt er, dass es die beste Möglichkeit herauszukommen, hier als Mensch ist. Und zwar aus einem schlichten Grund. Ich sage es mal ganz banal in einem Beispiel. Wenn man beim Zahnarzt sitzt und er trifft gerade den Nerv, hat man nur Schmerz. Und denkt nicht an Nirvana oder sonst was, sondern denkt nur Aua. Ja? Das soll heißen, wenn jemand in der Hölle ist, also in einer Lebensphase, in einem Lebensumständen, wo nur Schmerzen da sind, gibt es praktisch für diesen Geist gar keine Möglichkeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Weil nur dieser drängende Schmerz da ist, nur ein unbewusstes Drängen, wie komme ich raus, aber keine Bewusstseinsklarheit. Umgekehrt, stellen wir uns vor, wir haben 4 Wochen Urlaub, ein Luxushotel, haben wir im Lotto gewonnen oder sonst was. Bedienung von morgens bis abends. Programm. Also alles toll, was wir uns immer gewünscht haben. Die Chance da an Nirvana zu denken und an Befreiung zu denken, ist auch schlecht. Weil man denkt, so schlecht ist das Leben doch gar nicht. Ja? Ist doch ganz nett. Brauche nicht zu arbeiten, habe alles, was ich brauche. Irgendwie hat das der Buddha wahrscheinlich missverstanden. Es soll heißen, dass Wesen, die in sogenannten Himmeln leben, also in einem Zustand des Bewusstseins, wo all das eintrifft, was man sich wünscht, wie soll man da sich wünschen, aus dem Daseinskreislauf herauszukommen? Man hat ja scheinbar alles. Nur das Tragische dabei ist, der 4-wöchige Urlaub geht vorbei, kommen wieder nach Hause, Büro. Und auch das sogenannte himmlische Dasein wird auch zu Ende gehen. Nur, und jetzt komme ich auf das Menschenreich, auf menschliches Leben zurück, das hat wirklich eine Chance, weil wir beides sehen. Wir sehen die Leiden im Leben, wir sehen das Schöne im Leben,
wir sehen, was uns angenehm ist, wir sehen aber auch die Mängel. Und das ist der Punkt, wo Buddha immer einsetzt. Ja? Sagt, guckt euch die Realität an, nicht, dass ich euch alles vermiesen will, alles ist Leiden, alles schlecht, alles schlimm, das nicht, sondern er sagt, alles hat irgendwo einen Haken, alles klemmt irgendwo letztendlich. Also wer glücklich sein will, hundertprozentig, für immer, ohne Einschränkung, der kann hier nicht bleiben, weil hier letztlich nur Bruch ist. Ja. Wenn das etwas ist, was in unseren Geist gelangt, das Leben zwar schön ist, aber irgendwo begrenzt und endlich und nicht uns wirklich tief befriedigt, dann wird man das tun, was der Buddha empfiehlt, zumindest der Buddha in der ganz alten Tradition, den sogenannten achtfachen Weg der Praxis gehen. Und das empfiehlt er allen. Acht Elemente der Praxis. Richtige Anschauung, man muss wissen, um was es geht. Richtige Gesinnung, man muss die Motivation haben, die in Ordnung ist. Eben nicht Profit, sondern irgendwas anderes. Rechter Umgang mit Sprache. Rechter Umgang ja mit seinen Alltagsdingen, mit seinem körperlichen Tun. Der rechte Umgang, wie man sein Geld verdient, wie man seinen Beruf hat. Und dann die drei Dinge, die zur Meditation noch gehört. Die rechte Anstrengung, bitte auch nicht vergessen. Buddha spricht immer dafür, man muss was tun. Man muss Energie auch aufbringen, nicht warten, dass sich was tut. Die rechte Achtsamkeit und die rechte geistige Sammlung. Das sind acht Elemente, die zusammen sind. Das ist kein Menü, wo man sagt, ich nehme mal eins, weil ich gern Bücher lese und acht, weil ich gern in Ruhe auf der Matte sitze. Der Rest mögen meine Kollegen tun, so nicht. Er sagt, acht Dinge sind, die sich wechselseitig ergänzen, die aufeinander aufbauen und sich möglich machen und die führen dahin, was er Nirvana nennt. In Kürze. Noch eine Frage? Ja? Albert, ich wurde dir von dir zu erzählen, dass dieser Nirvana nicht nach dem Tod, sondern eine gegenwärtige Paradies ist. Ich wollte eine kleine Erklärung davon von dir hören, weil viele Menschen, wenn man an ein Paradies denkt, immer jenseits, nach dem Tod. Aber die buddhistische Paradies ist in die Gegenwart und hier. Ich wollte von hier hören. Ja, danke, Tisa. Ich mache da immer eine Abfrage. Wer kann von sich aus jetzt hier mal über das Nirvana berichten? Bitte mal melden. Du siehst, Tisa, es sind wenige. Ja, also es hält sich doch in Grenzen, wir sind alle mehr oder weniger auf dem Weg. Aber was natürlich vollkommen richtig ist, und das hätte ich sagen müssen, ja, der Buddha war ja ein lebendiges Beispiel dafür. Er hat ja nicht gesagt, wartet ab, irgendwann wird es besser. Irgendwann ist das Ziel erreicht, irgendwann ist Nirvana erreicht. Sondern der Buddha selbst hat ja im Alter von 35 Jahren diesen Weg, den ich eben kurz angedeutet habe, zu Ende beschritten und gesagt, das ist es, ich erlebe es hier und jetzt. Und er hat 45 Jahre lang aus dieser Erfahrung, aus diesem Status heraus gelebt und gelehrt. Soll heißen, Nirvana ist nichts oder muss nicht etwas sein, was uns irgendwann nach dem Tod erwartet, sondern kann durchaus sein, wenn die Bedingungen stimmen, dass wir es besuchen. Vielleicht noch ein DBU-Kongress noch nächstes Jahr oder so, dann klappt das schon. Das kann ich erklären, es kommt immer nur darauf an, welchen Band der vielen Lehrreden des Buddha man nimmt. Ja? Wie viele Farben gibt es? Gibt es schwarz, gibt es weiß, sind zwei. Ist das richtig? Ja. Aber man kann 10.000 Grautöne auch noch finden. Dann gibt es die, wie viele Grundfarben? Drei, fünf. Und man kann unendlich viele, drei Grundfarben gibt es. Man kann unendlich viele Mischformen machen. Es gibt auch Lehrreden, wo der Buddha diese fünf nochmal an einem Punkt näher betrachtet und eine zusätzliche Art von Wesenheiten beschreibt, die man Dämonen, Titanen oder wie auch immer nennen kann. Also solche Wesen, die sehr von Macht, von Herrschsucht und so weiter getrieben sind.
Und es gibt andere Lehrreden, wo er einen anderen Aufbau von Erlebensweisen von diesseits und jenseits präsentiert, wo er sagt, es gibt 18 Grundstufen von Erleben. Also 6 sinnliche Götter, 4 feinstoffliche Götter und darüber hinaus. Also ist immer die Frage, wie genau gucke ich hin, um zu einer Differenzierung der Situation zu kommen. Und ich glaube, wir hätten kein Problem, allein 150 Arten zu beschreiben, wie Menschen leben können. Nein, 1000 Arten, wie Menschen existieren können, könnte man beschreiben. Das, was in den 5 oder in den 6 genannt ist, das sind, wenn man so will, Grundmuster, an denen man sich orientieren kann. Und innerhalb dieser Sektoren wieder gibt es ja nochmal eine unendliche Bandbreite. Das sehen wir allein, wenn wir das Tierreich angucken. Wir sagen jetzt so Tiere, aber gucken wir uns doch mal Tiere an. Was ist der Unterschied zwischen einer Libelle und einem Elefanten? Und was es da noch an unendlichen Variationen gibt? Also das ist nur ein Muster, dass wir die Differenziertheit, die ungeheure Differenziertheit des Lebens ein bisschen strukturieren können. Aber kein Dogma in dem Sinne.